Ab Samstag gilt am Reumannplatz ein Waffenverbot. Hier das Wichtigste in Kürze. Ja, das Mitführen und der Besitz von gewissen Waffen ist sowieso verboten. Generell verboten sind in Österreich gewisse Schusswaffen und Waffen, die einen anderen Gegenstand vortäuschen. Also zum Beispiel ein Regenschirm mit einer Klinge oder so. Messer müssen aber nicht immer Waffen sein. Hier kommt eben der große Unterschied am Reumannplatz. Läufst du mit einem Küchenmesser oder einem Schweizer Taschenmesser rum, ist nicht davon auszugehen, dass du es als Waffe brauchst. Ein Klappmesser, ein Springmesser oder eine Machete aber schon. Diese Messer werden als Waffe eingestuft, weil sie ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen durch unmittelbare Einwirkungen zu beseitigen oder herabzusetzen, heißt es im Gesetz. Solche Messer sind in Österreich generell nur für unter 18-Jährige verboten. In Waffenverbotszonen wie am Reumannplatz aber für alle. Wirst du kontrolliert und die Polizei findet einen Gegenstand, der eine Waffe oder waffenähnlich ist, wird er dir abgenommen. Ein Blick auf das Schild verdeutlicht nochmals, was genau eine Waffe ist. Gehst du zum Baseballtraining und kannst die Polizei überzeugen, dass das wirklich so ist, passiert nichts. Ansonsten drohen Ersttätern bis zu 1.000 Euro Strafe. In Wiederholungsfällen kann die Strafe bis zu 4.600 Euro ansteigen, erklärt uns ein Polizeisprecher. Dir ist vielleicht dieses kleine Sternchen aufgefallen, als ich jeweils vom Reumannplatz gesprochen habe. Das Gebiet, wo das Waffenverbot gilt, ist um einiges größer. Es geht vom Hauptbahnhof bis runter zur Schröttergasse. Weitere Informationen zur neuen Waffenverbotszone in Wien findest du im Artikel über den Link in der Bio.